Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Testet. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut und ich bin nicht zu leise. Wenn doch, ja, ihr wisst ja, ne? Mit dem Hören habe ich es nicht so. So, das hier ist Dead Purge Outbreak. Ein Ego-Shooter, in dem ihr massenhaft Zombies umnatzen könnt. Ist ein Indie-Game, kommt am 14. Juli. Ich habe leider keinen Preis für euch. Der ist halt noch nicht bekannt auf Steam. Ist von Microlit Games. Und ich habe es halt mal getestet. Ihr seht, ich bin schon Level 2. Ihr habt, wenn ihr hier spielt, zwei verschiedene Modis. Einmal Horde und einmal Survive. Ich werde euch hier ein paar Ausschnitte von meinem Gameplay zeigen. Da habe ich Horde gespielt. Das heißt, ihr habt mehrere Wellen, die ihr bewältigen müsst, mit Pausen dazwischen. Die Anzahl der Zombies steigt. Ihr könnt euch selber Waffen und alles kaufen. Ich zeige euch gleich auch nochmal wie. Und ihr könnt auch auswählen zwischen mehreren Stärken, wenn ihr weitergeht. Hier, wir haben hier mehrere Maps. Ihr könnt zwischen diesen Barrieren immer hin und her, auch hinter die Häuser. Im Survival-Bereich sind die Häuser teilweise offen, auch auf den Maps. Also hier sind die Häuser offen. Ich habe hier im Beispiel, was ich euch gleich zeigen werde, die Suburbanite gespielt und hier sind die Häuser zu, da könnt ihr wirklich nur die hinter die Häuser. Es ist auch sehr dunkel, ohne Taschenlampe ist natürlich sehr mühsam, deswegen bin ich meistens nur die Straße rauf und runter gerannt. Ihr habt hier mehrere Schwierigkeitsgrade, von easy zu Selbstmord. Ich habe auf normal gespielt, auch die Gamelänge habe ich auf normal gespielt. Und habe quasi das erste Level gemacht. Na, das sind 7 Wellen. Und das zeige ich jetzt einfach mal. So, da sind wir im Survival Mode. Ihr habt die Möglichkeit, euch die Stelle auszusuchen, an der ihr spawnen wollt. Wie ihr seht, habe ich 3 Waffen. Na, eine Uzi, eine Nahkampf, eine Pistole und eine Messer. Eine Messer vor allen Dingen. So, die Zombies spawnen wahllos auf der Map. Im Moment spawnen die eher hinter den Häusern und kommen dann raus. Wie ihr seht, habt ihr auch verschiedene. Ihr habt Viecher, ihr habt Renner. Und ja, ihr könnt auch halt genau agieren. Genau, jetzt haben wir mal die Uzi. Ihr habt Medipacks. Und ihr habt Granaten. Oh, wie ihr seht, geht mir gerade Munition aus. Zwischendurch habt ihr immer mal wieder die Möglichkeit, das heißt, wie ihr seht, die Slow Motion Action. Wenn ich euch mal das Interface erklären kann, oben links seht ihr, welche Welle das ist und wie viele Zombies noch übrig sind. Oben rechts seht ihr, was ihr an Kohle verdient habt in dieser Runde. Unten links ist euer Lebensbalken. Und darunter die Ausdauer. Ganz unten ist der EP-Balken. Und rechts das kennt ihr ja, ne? Da seht ihr ja auch, ich habe ein Medipack und eine Granate. Und meine Taktik war halt einfach, weil ich keine Taschenlampe habe und es hinter den Häusern dunkel ist, bin einfach nur hin und her gelaufen. So. Ich würde aber sagen, ich mache euch mal ein bisschen Musik an und zeige euch da mal gleich den Rest im Schnelldurchlauf, aber vorher zeige ich euch noch hier das kleine Gerätchen. Da könnt ihr kaufen. Da könnt ihr eure Munition auffüllen, eure Medipacks, eure Granaten. Und an der Seite seht ihr, es gibt halt noch die Magnum. Es gibt von jedem Modell was Besonderes. Das ganz Geile war, es gibt einen Katana. Da gibt es wirklich einen Katana. So. Da würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Schnelldurchlauf des Gameplays, des Levels. Und wenn euch das Spiel gefallen hat, dann zeigt es mir, macht mal einen Daumen rauf, schreibt uns in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und ob wir noch mal ein bisschen was davon zeigen soll, ob wir im Stream das mal spielen. Einfach mal alles reinhauen und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.